so schwer getan. Wir haben einfach nicht gut gespielt und ach, dann tust du dich, glaube ich, gegen jede Mannschaft schwer. Aber im Endeffekt sind die drei Punkte und ja, die haben wir heute wieder mal durch den Standard gemacht. Da sehen wir wieder, wie wichtig die für uns sind. Wir haben natürlich nicht überragend gespielt, das stimmt. War nicht das Gelbe vom Ei, aber ja, wie gesagt, wir haben letzte schwierige Saison gehabt, sind heuer gut reingestartet und dass es so Durchhänger gibt, das war uns allen eigentlich klar. Viele sehen uns vielleicht besser, als wir sind, aber wir können das gut einschätzen und wissen, dass es auch so Perioden gibt, dass wir auch nicht spielerisch sehr viel Luft nach oben haben, aber wir arbeiten daran und ja, wir wollen natürlich die Heimspiele vor allem dominanter gestalten. Es gelingt einmal besser, einmal schlechter und ja, aber wir sind heute zufrieden, dass wir noch gewonnen haben. Ja, weil wir nicht gut das Spiel aufgebaut haben, weil wir zu langsam gespielt haben wieder. Am Anfang mit der Umstellung, die ich vorgenommen habe, hat nicht so geklappt. Dann haben wir nach 20 Minuten wieder umgestellt von 4-1-4-1 auf 4-2-3-1. Dann hat es besser geklappt, 20 Minuten, glaube ich. Also von meinem Gefühl her. Habe jetzt das Spiel auch noch nicht auf Video analysiert, aber von meinem Gefühl her war es dann besser. Haben wir öfter zwischen den Linien gespielt, sind ein paar Mal ganz gut durchgekommen, aber letztendlich auch nicht gut gespielt. Und in der zweiten Halbzeit raus war ein Kampfspiel. Wir mussten heute uns den Sieg erkämpfen. Ich glaube, wir kennen uns halt immer nur auf die Standards verlassen. Wir müssen einfach an dem arbeiten, dass wir einfach präsenter und aktiver am Platz sind. Was habt ihr in der Halbzeit besprochen? Welche Marschroute hat der Trainer für die zweite Halbzeit dann ausgeben? Tor schießen und gewinnen 3 Punkte. So einfach ist das? Ja, im Fußball schon. Also im Guss, dass es schwierig wird und dass wir sicher nicht mehr viele Chancen kriegen. Und eine Chance hat gereicht. 1-0 sind 3 Punkte im Konto und mit der sind wir heute zufrieden. Das ist eine Stärke, daran glaubt die Mannschaft. Sie weiß natürlich, wenn sie mal schlechter spielt, wir können mit einer Situation ein Spiel entscheiden. Das ist ja auch eine Stärke, die man hat. Und andere Mannschaften haben die nicht. Und das zeigt, dass wir Qualität haben, auch wenn es dann wieder eine Standard war. Aber wir haben dann letztendlich dran geglaubt. Sonst hätten wir das auch nicht geschafft, ein Tor zu schießen aus der Standard. Standard-Tore sind auch Tore, egal wie. Und das hat uns die 3 Punkte gebracht und das ist wichtig. Das sind jetzt einmal 100 Bundesligaspiele. Es ehrt mich schon, dass ich so oft jetzt spielen habe dürfen in der Bundesliga. Aber klar ist, dass man sich so was nicht ausruhen darf und ja, jetzt ziehe ich die 200 an. Sicherlich hat man immer wieder Verständnis, wenn ein Zuschauer Geld bezahlt und nicht zufrieden ist mit der Leistung. Aber letztendlich konnte man mit der kämpferischen Leistung zufrieden sein, nicht mit der spielerischen. Sonst hätten wir, glaube ich, verloren und das sehen, glaube ich, die richtigen Fans. Und wenn man dann vielleicht nächstes Mal nach dem Spiel. Ja, ich bin bis Donnerstag, also am Donnerstag mein Bett gelegen, habe dann am Donnerstag noch ein bisschen mit dem Radl, also ein bisschen Kreislauf aktiviert und habe dann Freitag das Abschlusstraining gemacht und ja, hat Gott sei Dank funktioniert. Aber ich werde gleich wieder ins Bett gehen dann. Man muss auch solche Spiele gewinnen, es war gegen Ried auch nicht einfach. Ried war damals auch letzter, wie wir gespielt haben und ja, dreckiger Sieg, 3 Punkte sind 3 Punkte, egal wie.